Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Auch der Lesrak Dark ist wieder mit am Start. Das reimt sich Moin. irgendwie, ne? Der Ah, sollte Lesrak Dark ist wieder mit am Start. Ja, aus mir wird kein Rapper mehr. Na, gut, wir lassen Zombies hören. Das kann ich, das hier kannst du geht's besser glaube ich als ich rappen. hoch. Und du machst mehr Schaden wie ich. Was? Ich bin die, den bin ich. Okay, wenn ich jetzt auch noch Schaden und machen muss und heilen, dann. Ach, der Schaden kommt von uns beiden. Ich spare ja gerade noch auf einen schönen defensiven Skill, der meinen Schaden nochmal, meine Heilung nochmal stärker macht. Okay, welcher ist es denn? Ich guck noch mal nach. Es ist heilende Funken, ja. Immer wenn Sie eine Salvenkraft aktivieren, erhält Ihr Defensivziel eine Heilung über Zeiteffekt der 18 pro Sekunde halten, 2 4 Sekunden lang. Und da mein Heilverbraucher eine Salvenheilkraft ist, ist das gar nicht so schlecht. Ich bräuchte jetzt nur noch auch vielleicht ein Pistolensalve. Gibt es das eigentlich? Ich muss mal gerade gucken. Salve nein, aber es gibt Bündelung. Ja, brauche ich auch eine Salve. Wo gibt es denn Salve. Salven sonst noch? Chaosmagie, Sturmgewehr. Nee. Ich glaube, bei Fäusten gibt es auch noch, bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich weiß, dass es bei Chaosmagie und Sturmgewehr Salven gibt. Okay, also wird das sich dann beschränken auf die Heilkraft. Aber der Heilung über Zeiteffekt ist einfach auch immer gut, ne? Ja, ich glaube, da gibt es in dem Baum sogar ein 50er Skill, also 50 KP Skill. Der macht alles, was du kritisch heilst, gibt nochmal extra Heilung. Ja. Den habe ich mir jetzt zum Beispiel mit Malael geholt, vor kurzem. Naja, stimmt, du bist ja da auch voll auf Heilung aussetzen. Selbstheilung brauche ich. Aber nein, Heiler ist er noch nicht geworden. Momentan eher Selbstheiler. Ja, man braucht das. Also ich spare jetzt mit meinem Hammer und Schrotgewehr-Ding Charakter auch auf einen Selbstheilungsskill. Auch wenn der mir sonst irgendwie gar nicht so ein Kram passt und der echt teuer ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man braucht das. Wenn man jetzt nicht eine Eukalypta mit sich mit rumschleppt. Ich habe meine Eukalypte, ich brauche um sowas mit dem keine Sorgen machen. Das ist korrekt. Wollen wir mal gucken, wo dein Limit ist? Oh, noch geht's ja, oder? Den kann ich ja noch mehr holen. Oh, noch ist das kein Thema. Oh, ich hab dich jetzt nicht als Defensivziel. Karl ist schon wieder dazwischen gesprungen. Kai, irgendwann wird die Sache zwischen uns erledigt. Und dann. Einen Schrottplatz in der Nähe finden. Also das haben sie bestimmt in der Nähe, damit man jetzt nicht wieder zu nach Kingsmith zurückläuft. Das wäre dann nur ein Dragon Age oder sowas. Dragon Age. Inquisition. Ja. Das muss ich mir auch noch unbedingt holen irgendwann mal. Lohnt sich nicht. Das hat nicht mehr damit zu tun, wie gut das Spiel ist. Es hat damit zu tun, dass ich die ganze Reihe gespielt habe. Also ich würde lieber noch mal Origins anfangen, noch mal vernünftig Origins spielen, anstatt Inquisition. Also ich finde das echt nicht gut, das Spiel. Nein? Inquisition, das ist. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, man kann da sogar Kunari spielen. Ja, kann man. Kann man auch wieder Blutmagier werden, weißt du das zufällig? Ja, sowas ähnliches, ja. Was ähnliches? Ich hab jetzt ganz außer Acht gelassen, dich zu heilen, jetzt muss ich mir hier wieder dagegen arbeiten. Sei doch ehrlich, du hast so viel Vertrauen in mich, du weißt, bei mir, mich kann man halbherzig heilen. Ja. Rumpel, rumpel, rumpel. Wo ist der Karfunkel?
Ah, jetzt fängst du doch wieder an zu reihen. Manchmal hab ich's, manchmal hab ich's. Aber es hält meistens nicht lange. Ja, wenn ich zum nächsten Part noch. Wenn ich im nächsten hier Part runter, reime, ne? Soll man Bescheid sagen. Das Problem ist, dass es jetzt wahrscheinlich noch 8 oder 9 Parts dauert, bis du dann drauf eingehen kannst. Und so lange kannst du munter weiter reimen. Ich selber gehe ja nicht drauf. Nee, hey, KP. Ich hoffe, ihr habt Willendisch was dazu sagt. Ja. Weil der ist ja auch fleißig im Kommentieren. Ja, finde ich sehr gut. Willendisch, falls du das siehst, sehr gut. Und leg dir einen vernünftigen Skype-Account zu. Hat er. Hat er mir erzählt, er hat einen funktionierenden Skype-Account jetzt. Ja, das ist super. Habe ich, als ich letztens mit ihm geschrieben habe. Dann soll der mich mal in Skype adden. Ich habe nicht einen Drachenrang. Lamer. Ja, du bist immer noch der du bist immer noch die Vorgesetzte, ich weiß. Apropos Lamer, ich habe gestern einen neuen Battery-Port aufgenommen. Hast du? Ja. Das war ein sehr eigenartiges Spiel, aber das werdet ihr dann ja demnächst auf meinem anderen Kanal sehen können. Oh, das werde ich sehen. Ja. Kannst du wenigstens sagen, welche Völker gegeneinander? Ja, Chaos-Dämonen gegen Orks. Oh, Chaos-Dämonen, ja. Mhm. Also rein slanisch. Oh, ja, von slanisch bin ich kein großer Fan. Ja, das ist ein Chaos-Dämon. Den einheimischen Schrecken vernichten. Ja. Déjà-vu. Schrottplatz, Metallding. Immer dasselbe, ne? Oh! Ja. Oh. Ja, komm, dann kann dich ja ruhig ein bisschen hauen. Ich heile dich ja eh wieder hoch. So, ich habe jetzt auch alle meine Schutzdinger hochgefahren. Ich habe mal meinen Crit angeworfen. Ja, Crit. Nein, warum fährt der schon um? Ich will weiterspielen. Steh wieder auf! Ah, da ist das, okay. Was denn wieder? Die Scheune, da kommen gleich ein paar Haufen Gegner. Cool. Mal gucken, ob du das gleiche machst wie Falken. Da bin ich jetzt echt gespannt. Bin gespannt, was du uns gleich erzählst, was Falken gemacht hat. Falls du das denn machst und ihn so bloßstellen möchtest vor der gesamten YouTube-Öffentlichkeit. Erstmal kriege ich KP, das finde ich schon mal gut. Naja, sein Name ist anonym, also von daher. Okay, so. Du hast das Buch eingesammelt, ne? Ja, klar. Ja, er hat mich gefragt, ja, wo ist es hier? Ich habe gesagt, ja, das Buch bei der Leiche. Er hat gesagt, ja, okay, muss wohl erst respawnen. Und nachdem alle Gegner geplättet wurden, hat er gesagt, ach, das da oben. Und dann mussten wir das nochmal machen. Das habe ich gemeint. Ich wollte jetzt sehen, ob es wirklich an mir lag, weißt du? Dass ich das hätte erwähnen müssen. Das wollte ich jetzt wirklich wissen. Hallo. Deine Waffe will ich irgendwann mal haben. Und ich weiß auch, welche Quest die gibt. Hä, was? Wie, wo? Die Waffe, die Kettensäge, ist eine Nebenwaffe, die man später kriegen kann. Aha. Und ist die gut? Für Nahkämpfer, ja. Für dich wäre Quantummagie wahrscheinlich eher besser. Quantummagie? Ja, das ist seltsame Magie. Das hat zwei Effekte. Beim ersten Einsetzen hat es einen Effekt. Und den zweiten Effekt hat es, wenn du es direkt danach einsetzt. Achso, falls jetzt hier die Monsterwelle gleich weg ist, muss ich übrigens gleich mal meine Eigenschaften umstellen, weil ich habe ja was gemerkt. Es hat auch noch keiner in die Comments geschrieben oder so, aber ich habe es gemerkt. Hier seht ihr ja den Elementargewaltzähler. Der bringt nichts. Also ich habe gedacht, ich kann damit schön kritische Heilung anschmeißen. Aber das funktioniert nicht. Der geht irgendwie nicht auf Heilung. Das ist blöd, die fallen so schnell um. Ja, mach ich. Wenn die noch welche reinkommen, mache ich schon. Naja. Oh, Dim 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 d
Gegner. Großer weißer Hai. Großer weißer Hai. Kleiner Hai. Dim, dim. Dim, 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 dim. Mini Hai. Dim, dim. Ah, da kommt dann wieder einer. Ich hab schon. Hab ich mir gestern übrigens angeguckt. Also der weiße Hai. Echt? Kam der im Fernsehen oder was? Nein, ich hatte den auf DVD. Die ganze Reihe. Ich bin weißer Hai-Fan. Mit dem Film bin ich auch. Ich glaube, das erste Mal habe ich einen gesehen, da war ich 6 oder 8. Okay. Also so richtig. Also es ist echt richtig angenehm, zu zweit hier in der Savage Coast rumzulaufen, weil die Gegner sind für so ein Zweier-Team irgendwie nicht so anspruchsvoll. Also, ja, was heißt nicht anspruchsvoll, aber es macht Spaß, so die einfach so und so, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. So. Wenn ich es jetzt vergleiche mit meinem anderen Charakter, das ist echt mühsam und dann. Der hat ein Schild. Da ist er. Ja, los, reinige ihn. Ich hab, glaube ich, noch keine Reinigungskraft. Nein! Ich glaube, das macht später die Drohne mit, wenn ich das nicht hätte. Es gibt ein. Die Drohne heilt aber nur ein bisschen. Es gibt halt eine Drohne, die macht eine Kettenheilung. Und es gibt eine Drohne, die heilt nur dein Defensivziel. Und reinigt den Gegner. Ja, ich will diese Drohne haben, die hinter meinem Defensivziel herfliegt. Ja, okay, das ist dann die andere. Also nicht die Kettenheilungsdrohne. Ja. Aber die Kettenheilungsdrohne ist meiner Meinung nach halt besser für Instanzen. Weil die ja, halt aber die heilt ja mich, oder nicht? Nein, die heilt jeden außer dich. Ich muss mal gerade gucken, was das da ist. Gesundheitsdrohne wäre das dann, ne? Ja, Kettenheilungsdrohne. Wo die 7 Sekunden lang folgt, genau, ja. Und ich möchte die. Nee, ich glaube das. Nee. Nee, die auch nicht. Ich glaube, ich wollte die Verstärkungsdrohne haben. Ich folge dem Defensivziel. Und gewährt dem Ziel positive Effekte, Effektivität erhaltener Heilung, Barriere und Absaugeffekte um 30% erhöht. Ach, ist das, ja. Okay. Ja. Also, dass sich dann, das läuft die Drohne halt hinter dir her und macht meine Heilung um 30% stärker. Ich glaube, das ist besser als das eine Drohne, die dir folgt und dich heilt. Ich würde sagen, kommt auch auf die Bosse und die Instanzen an. Wenn da einer kommt, der ordentlich Flächenschaden raushaut, dann kannst du dich halt nicht nur auf einen konzentrieren. Weil ich sag mal so, Polaris ist nun wirklich mega easy gewesen. Ja, das war ja voll abzusehen. Ne, ich war jetzt schon in einer anderen und die ist, naja, das ist eine Sache für sich. Okay. Mach mir doch nicht immer so Angst. Ich mache dir keine Angst. Du sollst dich freuen, dass eine größere Herausforderung auf dich warum wartet, hast an der du magst. Fast 1000 Lebenspunkte mehr als ich. Weil ich mal bei meinen Gegenständen in erster Linie auf Lebenspunkte gehe, weil ich der Tank bin. Dafür habe ich aber auch weniger Angriffskraft und so gut wie keine Heilkraft. Ja, Angriffskraft habe ich glaube ich auch keine. So, und ich sollte mal wieder anfangen, mich zu heilen, sehe ich gerade. Wieder voll. Ja. Traurig. Der hat schon mehr Lebenspunkte als Mardai. So, das Manuskript und die verborgene Welt untersuchen. Zombies. Das Manuskript. Hier unten. Oh, aber hier hinten ist Wissen hinterm Haus. Cool. Da kommt ein Gegner. Ja, mach ihn platt. Jawohl. Wie die Königin befiehlt. Tja, genau so muss das sein. Auch sehr hässlich.
Ja, so ein Gesicht könnte nicht meine Mutter lieben, ne? Den Spruch hast du beim letzten Mal auch schon gehört, aber das ist echt nicht so angenehm, dieser Spruch. Ja, okay. Yay! Bericht senden. Oh, wir kriegen so eine Tasche. Wahrscheinlich nur Glyphen, ja. Glyph ist doof. Ich mag keine Glyphen. Ich sollte mal eine neue Tasche mit Glyphen aufmachen, warte mal. Neue Tasche. Du kannst die Glyphen auch zerlegen, ne? Glyphen. Ja, vielleicht brauche ich die irgendwann mal, ja. Secret World Screenshot gespeichert. Ich wollte da kein Screenshot machen. So toll sind deine Glyphen jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja, ich habe eine Glyphe Screenshot. Okay. Was sind denn das überhaupt für Glyphen hier? Du hast schon wieder hier Knacko-Fatzo auf deinem, ja, hab's grad festgelegt, deinem Mikrofon. Magischer Schutzglyphen. Naja. Vielleicht irgendwann mal. So. Leuchtturm? Der hätte noch zwei weitere gehabt. Ja, von mir aus. Obwohl die nächste ist wirklich nicht. Du bist wieder extrem leise. Die nächste ist sogar ziemlich witzig. Dann will ich dir da mal vertrauen. Außerdem habe ich in dem Leuchtturm dann jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen Zeit, um diesen jetzt auszuwählen, was ich denn da als passiven Skill jetzt statt diesem Elementarskill nehme. Wunderlecken. Habe ich schon, glaube ich. Oh. Obwohl, Wundenlenken, ich weiß nicht, ob mir das was bringt, weil... Nein, tut's nicht. Ne, weil du also nicht eingegriffen wärst. Selbstheilung ist jetzt nicht so... Sollen wir jetzt wieder zu diesem hässlichen... abgewrackten alten Typ. Und ich soll freundlicher sein. Ja, war der freundlich zu mir? Nein. Also im normalen Rollenspiel hätte ich ihm gesagt, verpiss dich, du kannst dir selber helfen. Ich hätte ihm in den Kopf geschossen. So, also in einem Rollenspiel. Schauen wir doch mal. Also wir haben hier Elementargewalt, das bringt wie gesagt nichts, das fliegt jetzt mal raus. So, was kriegen wir denn da noch sonst so hin? Was haben wir denn noch? Heißes Eisen haben wir schon. Auf heilende Funken spare ich ja. Was gibt es denn noch? Hier gibt es ein Raubtier. Erhöht den Schaden und die Heilung von Faustkräften. Ja, das nehmen wir doch mal so lange. Zack. Fertig. Und ein vernünftiger Mann. Dreckige Untote an der Wand. 99 dreckige Untote. Und wenn einer umfällt, sind da immer noch 99 dreckige Untote an der Wand. Die Filme lügen. Auch nach dem Kopfschuss ticken sie immer noch weiter. Die Toten erheben sich, der Rausch verfliegt. Jeden Tag dasselbe. Trinken, schießen, schreiben. Schreiben, trinken, schießen. Wie ein Hamster im Laufrad. Wir drehen uns immer nur im Kreis. Machen Sie das auch? Weitermachen, auch wenn es nicht den geringsten Sinn hat. Wenn längst klar ist, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Ein vernünftiger Mann würde sagen, das funktioniert nicht. Also muss sich was ändern. Also macht er was anders, um den Kreislauf zu durchbrechen und diese Dinger endgültig zu erledigen. Statt ewig in diesem verdammten Trott zu versauern. Aber ich bin Schriftsteller. Ich mache Millionen damit, mich zu wiederholen. Was ist Ihre Ausrede? So, so. Weißt du, was ich mich frage? Was? Wo kriegt der Mann seine Munition her, wenn er die ganze Zeit auf Zombies schießt? Naja, er gibt Leuten, die einfach herkommen in seinen Turm, die Aufgabe, dann die Geschosse zu holen. Ja, Leuchtgeschosse. Nee, aber keine Ahnung.
Muss ich jetzt wieder hier runterjumpen? Nein, das wäre keine gute Idee. Hab ich aber schon, gerade schon gemacht. Wie ist eigentlich die Aufnahmezeit? Wir haben noch 10 Minuten. Ach so, okay. Ja, ich habe ein sehr, sehr schlechtes Zeitgefühl, deswegen frage ich lieber. Ja. Aber du kannst ja mal sagen, was... Oh, hier haben wir ja gerade einen Drauger gezogen oder sowas. Aber ja, ich kann was sagen. Welchen Charakter ich bei Plants vs. Zombies als nächstes spielen würde. Welchen? Oh, wen fand ich noch gut? Da war noch einer, den ich auch noch gut fand. Sonnenblume finde ich gut. Sonnenblume? Ja, die habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Das stimmt. Ich muss sagen, von den Zombies gefällt mir keiner so wirklich. Muss ich aber auch sagen, ich habe auch selber nie gespielt. In Plants vs. Zombies 2 gibt es einen, mit der hat einen Koala-Rucksack. Ja, ich weiß. Der Wissenschaftler. Hast du schon erzählt. Ja, ich finde das immer noch toll. Und ich habe dabei ja auch noch... Ich gebe dir die gleiche Antwort wie damals. Ich weiß schon, wer vorbestellt. Ja, das hätte ich so oder so gemacht, weil das Spiel einfach ziemlich geil wird wahrscheinlich. Aber ja, Plants vs. Zombies 2 hole ich mir dann auch. Wahrscheinlich. Hatte ich schon bei 1 vor, nur da war wieder so eine Geldknappkasse. Ja, immer dieses Geld. Ne? Ja, manchmal kommt viel rein, manchmal kommt kaum was rein. Ich habe übrigens entdeckt, du hast auch einen Block. Ich habe einen Block? Einen Block. Hab ich? Ja, da hast du... Da sind schon 3 Videos drauf. Aha. Warum weiß ich davon nicht? Das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht ist das irgendjemand, der in meinem Namen einen Block eröffnet hat. Ich hab ihn nicht. Dein Gesicht war da zu sehen. Hä? Außer du hast einen Zwillingsbruder. Musst du mir nachher mal den Link schicken. Okay. Ich weiß von nichts. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja, okay, schick ich dir nachher den Link. Kein Problem. Ja. Trauger! Kannst du jetzt eigentlich immer noch gut Hass produzieren, auch wenn du nicht mehr mit dem Hammer unterwegs bist? Ja, Schwert ist auch Tank. Ah, okay. Mein Standardangriff, den ich momentan benutze, erzeugt auch eine große Menge Hass und ich habe halt dieses 350% mehr Hass. Ah, okay, cool. Also darüber braucht man sich keine Sorgen machen. Kommt man hier eigentlich weiter? Ja, da sind wir letztes Mal auch hochgegangen. Ah, okay. Ich wusste, hier war irgendwas. Déjà vu. Manchmal weiß ich, wo ich lang gehe. Aber nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Weiter singe ich nicht. Warum nicht? Dann heißt es wieder frauenfeindlich. Tja, liebe Frauen. Ihr dürft über mich schimpfen, ihr dürft mich anschreien, aber bitte nicht anspucken, das finde ich eklig. 2 Leuchtgeschosse. Ja, wir müssen einfach nur diese ausgeweiteten Fischer da. Aber ich muss irgendwie nur einen mitnehmen. Ja, dann muss der andere muss ich. Ich habe halt wieder eingestellt auf dieses abwechselnd einsammeln. Also. Bin ich fairer, oder? Das muss man jedes Mal neu einstellen. Ja, weil am Anfang ist einfach nur eingestellt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wie ging das nochmal? Wenn du die Krone hast. Ach so, das kannst nur du. Okay. Dann. Warte. Ist gar kein Problem. Zum Gruppenleiter bestimmen. Dann mach einfach. Nein, ich will nicht Gruppenleiter sein. Mach einfach Rechtsklick auf dein Bild und dann kannst du bei Beuteoptionen umspielen. Das sind nur verfallene Körper, das sind keine Fischer. Ja, aber sie geben Erfahrungspunkte. Oh ja, das ist natürlich ein Argument. Und da hier dein Erfahrungsbonus-Boost bald aufhört, solltest du vielleicht mal ein bisschen. Oh nee, bitte fang jetzt nicht an, wie falsch. Wo der Falken recht hat, hat er recht. Muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, okay. Ja, was ist? Ich gebe ungern zu, wenn ich Unrecht habe. Aber ich stehe dazu.
Du sammelst jetzt wieder die Zombies alle ein, ja? Nitro zu Okay, Nitro zu Spam bringt also nichts gegen die Zombies, das habe ich gerade herausgefunden. Ja, was? Ich bin in das Motorrad nicht gewöhnt. Die hauen ja ordentlich einen auf die Fresse gerade. Warum stehe ich? So genau wollte ich es jetzt gar nicht wissen. Sagen sie alle am Anfang. Aber nicht alle meinen das auch so. Ich habe 2 von 5 Leuch geschossen, und du? Ja, ich auch. Okay. So, ich nehme euch dann mit. Kommt mit, ich weiter zu den nächsten. Ja. Wir wollen Koali mal ein bisschen was zu tun geben. Ja, ja, ja. Sollte dich auch als Defensivziel ausgewählt haben, das wäre vielleicht dann ganz vom Positiven. Ja, das hätte gewisse Vorteile, das bestreite ich nicht. So. Oh, eine Faustwaffe. Bedarf. Ist sie denn gut? Sie hat eine kritische Trefferglyphe drin. Ja, die ist besser als das, was ich habe. Ausrüsten. Sammle den Loot. Hä? Ja. Okay. Ich muss mal wieder Ordnung schaffen hier. Mein Inventar wird immer so zugemüllt. Durchdringungswert. Was ist das? Durchdringungswert? Durchdringungswert erhöht deine Chance. 60 Minuten lang 55 wäre kritischer Trefferwert. Das ist doch toll. Sowas kann man auch immer gebrauchen. Hinter dir. Hinter mir? Ach, da hinten liegen noch ganz viele Sachen, Oma. 4. So, eine brauche ich noch. Jupp, ich auch. Dann sammle ich mal wieder. Du so. Nimm die andere Truppe auch noch mit dahin. Ja, die vor. Keine Chance. Die Zombies. Ja, du bist halt okay. Aber sind das eigentlich relativ rudimentäre Heilungsskills, die ich da drin habe, ne? Das manchmal ist einfacher, einfach besser. Oh, jetzt ist lustig. 20 Leuchtgeschosse einsetzen, um... Wie 20 Leuchtgeschosse? Wir haben doch nur 5. 20 Zombies müssen getötet werden. Ah, okay. Zum Beispiel, du nimmst ein Leuchtgeschoss, dann hast du dieses Zielpunktteil da. Dann muss ich mir das mal hier runterziehen in mein Menü. Gucken, jetzt können wir erstmal gucken, ob das auch hilft, wenn einer von uns das macht. Und ganz wichtig, ja, aber ganz wichtig. Nicht töten die Zombies. Okay. Sind sie markiert und er knallt sie ab. Warum habe ich ein Fadenkreuz irgendwo im Kopf? Nicht so schön. Okay, warte. Ich fühle mich so anvisiert. Vielleicht hat er eben gehört, dass ich über ihn geschimpft habe. Sie haben ein EP erhalten. Wahnsinn. Steht hier. 2-mal. Ja, ich sammle jetzt einmal. Ich sammle mal ein paar und du wirst mal so ein Leuchtding rein, okay? Okay. Weil ich habe nämlich nur noch 2. Okay. Und jetzt auf mich werfen. Und nicht heilen. So schwer es dir fällt.
Lass mich sterben, im Notfall. Warum soll ich dich nicht heilen? Weil du damit aggro ziehst und die zu dir rennen. Und die dann aus dem Leuchtradius rausgehen. Okay, Leuchtradius ist um. Ich mach nochmal einen rein. Schieß. Jo. 4 Stück noch. Oh, nimm mich in den Arm. Mhm. Ja, hast du keine Geheimfantasien? Nicht solche. Ich wollte schon immer mal von einem fiktiven Charakter in den Arm genommen werden. Okay. Yay, 8 halb gefressene Zombies sammeln. Oh ja, jetzt kommt das Gute. Wieso? Ich will nicht spoilern. Lass dich überraschen. Das ist jetzt witzig. Okay. Übrigens, jetzt kannst du auch wieder kämpfen, ne? Ach so. Das ist nur bei den Leuchtheiten da. Ich darf wieder heilen! Ich stehe sogar darauf. Na, Karl. Kannst du mal eigentlich mal mitkämpfen? Ja, ich merke schon, Karl greift einmal an, alles tot. Der One-Hitted Raid Boss, ja. Es ist einfach Karl. Ja, irgendwann werden Karl und ich unsere zweite Schlacht haben. Ja, das wird episch. Ja. Ich frag mich echt, warum manchmal das Defensivziel einfach nur so umschwingt. Ich hab noch nicht mal irgendwo drauf geklickt. Ich wünschte, ich könnte das. Ich wünschte, ich wüsste das. Vielleicht ist das ein Bug. Das Spiel möchte nicht, dass ich gut heilen kann. Oder ist es Karl? Das könnte natürlich auch sein. Achso, tut damit die Leichen die ganze Zeit rein. Ich wundere mich, warum ist die weg? Hey, war da nicht mehr? Ja, ich sammle mal wieder die ganze Horde ein. Gibt ja EP, ne? Diese eine EP. Hey, die kriegen 359 EP. Ich glaube nur, wenn der Typ die erschießt, gab es nur einen. Kann das sein? Ja, wenigstens gibt er uns überhaupt was. Der gab jetzt sogar 1432 bei mir. Ja, der war ja auch stärker. So, einen noch. Da oben. Hier ich habe extra 2 Zombie-Truppen da abgezogen. Yay. Oh ja, jetzt kommt das Gute. Jetzt kommt was Gutes? Achso, da hinten. Mein Fehler. Soll ich sie schon mal drauf spießen? Ja, kannst du, aber geh dann auch weg von der Stelle. Weil wenn du da stehst, dann ändert die nämlich ihr Prioritätsziel. Zappelndes Fleisch ist denen lieber. Okay. Ah, wie die Lemminge. Ich finde das witzig. Süß. Ich fand das so richtig gut. Die Lemminge? Die Lemminge, ja. Sag mir jetzt gerade überhaupt nichts. Tja, zu jung dafür. Ja, schon abgezogen. So. Gibt's nur hier diese 3 Pfähle? Ja, ne? Ja.
laufen jetzt weg, 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 weg und hoffen, dass Zombies kommen. Ja, da hinten kommt auch schon einer angerannt hier. Zwei sogar. Los, springt! Oh, ich find's witzig. Ich bin ein schadenfroher Mensch und ich schäme mich dafür nicht. Ja, man kann sagen, was man will. Schadenfreude ist die ehrlichste Freude. Also ein bisschen schon. Und noch einer. Und? Hund, hüpf! Ui, noch einer. So, einmal noch. Ja, da hinten der Pfahl. Der, vorsichtig. Nicht das Aggro ziehen, nicht das Aggro ziehen. Sei gnädig, sei gnädig. Jetzt, hoch, weg, 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 weg. Warum gehst du auf mich los, du verdammt? Da runter musst du. Hier runter. Warte kurz, das könnte klappen. Nein. Wenn du runterspringst, dass der auch runterspringt. Ja, los, komm, hol mich. Kommt er runter? Nee, ist wieder zurückgelaufen. Ich lock mal auf dem anderen Spieß welche an. Ja, okay. Na, da kommen sie angelaufen. Und hüp. Na, hüp. Das ist ja nett. Der männliche Zombie ist zuerst gesprungen. Oh, Lady First, oder wie? Ja, eben nicht. Ach ja, so. Da ist noch einer. Ja. Sagt mir das niemand. Der hat sich versteckt. Ja. Zwischen den anderen Zombies, ne? Ja. So, aber durch das Teleskop gucken wir in der nächsten Folge erst. Ne? Bis okay. Dann. Erfahren euer Koali. Tschüss.